Ja, liebe Tudorfer, für die meisten, zumindest Niedertudorfer, keine Überraschung mehr. Wir haben den Apfel fallen sehen, wir haben das Zepter fallen sehen, wir haben die Krone fallen sehen und der Vogel blieb aber oben. Das ist ein Novum in Niedertudorf, erstmalig in der Geschichte der St. Antonius Schützenbruderschaft ist der Vogel nicht runtergekommen und Niedertudorf hat keinen Schützenkönig. Und ich habe heute Mittag mit dem Chef des Vereins gesprochen, nämlich mit unserem Oberst, ja, Chef des Vereins, jetzt können wir mal aufziehen, damit wir unseren Studiogast auch sehen. Lieber Matthias, herzlichen Dank, dass du heute hier bist und dass du jetzt auch darüber berichten kannst, wie es denn jetzt in Tudorf weitergeht. Aber vielleicht erstmal zurückblickend, welche Empfindung gestern da war, als der Vogel dann endgültig nicht runterkam und du diese ja, emotionale, erstmalig stattfindende Rede dann vor den Schützen und vor den Tudorfern oder vor den Niedertudorfern halten müsstest. Du bist ja noch amtierender Schützenkönig in Niedertudorf. Das sehen wir. Hast die Kette ja mitgebracht. Ich habe das ja im Vorfeld mal so ein bisschen ergründet, dass ja die Kette überreicht worden ist, die jetzt hier vor dir liegt. Wieder aber, ich kenne das aus anderen Vereinen und aus den Königshäusern. Der König ist so lange im Amt, bis er stirbt oder durch einen neuen ersetzt wird oder aber bis ein neuer gewählt wurde oder in unserem Falle erschossen wurde. Lieber Matthias, nochmal herzlich willkommen. Auch schön, dass du die Königskette mitgebracht hast. Wie waren deine Empfindungen gestern? Ja, wie waren meine Empfindungen? Ich glaube, die letzten Momente, ich habe es ja auch noch nicht gesehen gehabt, aber die sprechen eigentlich Bände. In dem Augenblick waren die Worte, so wie sie kamen, und mein Ausdruck war, glaube ich, das, was ich gefühlt habe. Ich meine, da kann man sich als Oberst nicht freuen und hinstellen und sagen, ja, okay, dann haben wir eben keinen und dann machen wir weiter. Und es ist eigentlich auch erstmal der Augenblick gewesen, der auch wehtut. In dem Moment. Also es ist einfach so. Ja, gab es denn überhaupt keine Möglichkeiten, einen König zu finden oder einen König zu verpflichten? Man hört das ja ab und zu mal so aus der Vergangenheit, so unter dem Motto, wenn denn gar keiner aus dem Dorf sich bereit erklärt, dann muss irgendwie der Vorstand ran? Es ist vielleicht eine lange Geschichte, es kann aber auch eine ganz einfache gemacht werden. Also ich weiß das von anderen Vereinen, dass dieser Plan B im Vorfeld gesucht wird, dass man guckt, haben wir einen oder nicht. Aber also A, brauchen wir nur mal in die Historie gucken. Ich glaube, wir haben in den letzten 50 Jahren vielleicht 5%, 10% Nicht-Vorstandsmitglieder, die Könige geworden sind. Also die Niedertudorf ist eigentlich ein Verein, wo im Wesentlichen die Vorstandsmitglieder sowieso schießen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch geschworen, das habe ich zwar nie offen ausgesprochen, aber ich habe mir auch als Oberst geschworen, wenn ich es mal werde und als ich es dann geworden bin, ich werde niemandem sagen, wann er zu schießen hat, aber ich werde es niemandem sagen, wann er nicht zu schießen hat. Weil ich weiß, dass gerade die Kollegen aus dem Vorstand viel Freizeit opfern, vieles tun und wir ein richtig tolles Team haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt immer Gründe dafür, wann man schießen will. Und diese Gründe kann nur der entscheiden für sich, der da drunter geht. Und der kann auch nur entscheiden, wann er nicht da drunter geht. Und mit der Maxime werde ich weitermachen. Auch wenn es mal nach hinten losgeht, aber das kann es nur sein. Nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern wenn es auch mal regnet, muss man dann im Vorstand, gerade im geschäftsführenden Vorstand und der Brudermeister und du sind ja nun mal diejenigen, die den Verein repräsentieren, nach außen repräsentieren, muss man dann auch zur Stange stehen. Und ich finde das auch gut, dass du das so klar und deutlich sagst. Auch der Hinweis, 5-10% Nicht-Vorstandsmitglieder sind bisher Schützenkönig geworden in Niedertudorf die letzten 50 Jahre. Man kann auch immer wieder sagen, entweder waren sie vorher schon im Vorstand aktiv oder sind kurz danach aktiv geworden im Schützenverein. Ist ja eine gute Quote. Oder sie haben so ein Ehrenamt betreut wie die denn selber. Ne? Ja. Also ich meine, man kann nicht in den Vorstand gehen, wenn man selber genug um Ohren hat in anderen Vereinen. Und da ist es auch egal, welchen Verein man für Tudorf aktiv ist. Ja. Das ist so. Aber du hast vorhin auch angesprochen, vielleicht das ganz kurz, weil das gerade dazu passt, die Unterstützung der unterschiedlichen Vereine müssen wir jetzt nicht breit auswälzen, aber ich sage mal so, sicherlich, der Sportverein macht sein Ding, Sportfest und ähnliche Sachen, der Schützenverein macht sein Ding. Klappt das denn so, dass die Vereine so alle so auch beim Schützenfest so sich dran beteiligen? Also ich hoffe und ich glaube, das Schützenfest ist schon noch ein Fest fürs Dorf. Wir brauchen nicht darüber reden, dass im Endeffekt wir vielleicht auch eine Struktur haben, wo, das sieht aber jeder beim Marschieren, dass eventuell auch mal weniger mit Marschieren weniger da sind. Aber ich glaube, wir haben ein Schützenfest und ein Schützenfest wird auch angenommen vom Dorf. Also wir haben mit den Wirten gesprochen, ein Wirt wie der Jöring, der weiß, was auf dem Markt los ist. Und er sagt auch, ihr seid nach den Städten, seid ihr von den Schützenfesten.
Also es liegt nicht an der Beteiligung, es liegt vielleicht natürlich an dieser Zuspruch, die Uniform einfach anzuziehen. Also das fehlt mit sich. Warum? Außen zu repräsentieren. Einfach auch die Fahne hochzuhängen. Ich meine, klar, wir gehen durchs Dorf, gestern auf Vogelschießen und du siehst vielleicht nur 10 Fahnen. Jetzt können wir, natürlich wieder scherzhaft sagen, in Salzkotten, in der Kernstadt, werden sie von der Stadt aufgehängt. Hier muss jeder selber aufhängen. Ja. Gut, aber Sarah Scheinmann sollte aber dieses Fass machen wir jetzt hier nicht aus. Ja. Und die Vereine unterstützen sich schon. Und ich glaube gerade, was in den letzten Jahren auch aufgegangen ist, die gegenseitige Hilfe, gerade Sportverein zum Beispiel und Schützenverein. Ich denke, da die Unterstützung jetzt hier, die wir getan haben und auch die sie uns haben entgegenkommen lassen, man versucht es und man tut es auch immer wieder. Ich glaube, es ist sogar wieder mehr geworden wie vor einigen Jahren. Also das glaube ich auch, das registriere ich persönlich auch. Und ich muss auch sagen, seitdem sich der Vorstand hier Anführungsstriche verjüngt hat, verändert hat, die neue Ära eingeleitet hat, ist es wirklich auch ein ganz anderes Bild zur Arbeit. Ein ganz anderes Konstrukt, die Arbeit kommt auch ganz anders in der Bevölkerung rüber. Und man sieht es auch, was so insgesamt gemacht wird und wie man sich da draußen repräsentiert. Welche Veränderungen auch bei Schützenfest oder bei anderen Dingen. Ich sage mal Harald Greve als Schützenkönig von Delbrück abholen. Oder sind immer nur die Kleinigkeiten, die dann dazukommen. Und da habt ihr einen großen Anteil dran. Und da muss ich auch mal einen großen Dank und großes Lob aussprechen. Wirklich auch in deine Richtung, aber auch in Richtung... Des Vorstandes. Ja, wir haben gerade den Vogel gesehen da oben. Ja, den haben wir am Anfang ziemlich groß gesehen. Wir konnten ihn auch alle hier mal schön sehen, Matthias, in der Apotheke wieder. Das ist ja nun ein hervorragender Vogel und das ist ein richtig schöner Adler. Und ich meine, wir haben ja in der Nachbarschaft auch Vögel, die würde ich ja nicht gerade als Vogel oder Adler bezeichnen, eher als Geier. Aber vielleicht hatten noch die Leute Angst, auf diesen Vogel zu schießen. Oder ihn kaputt zu machen. Ich weiß es nicht. Also die Frage ist natürlich vielschichtig. Also es ist wirklich schon was Außergewöhnliches, wenn er gesehen hat, gerade in diesem Jahr, aber auch in den vergangenen Jahren. Also das ist, es ist eigentlich fast immer ein Paradevogel und es tut auch ein kleines bisschen weh. Ne? Aber das kann es ja nicht sein. Also ich meine, vielleicht auch nochmal zurückzukommen, wirklich auf den wesentlichen Kern. Ne? Also wir können im Augenblick auch nur sagen, wir wollen es auch so sagen, wir haben bisher keinen König für dieses Jahr. Und ich muss auch so platt mal sagen, nein, wie man in Ferne erzählt hat, wir sind nicht zurückgetreten. Es wurde so lustig erwähnt, kein König und der Vorstand wäre komplett zurückgetreten. Ich glaube, das wäre das absolut falscheste Signal überhaupt. Also wir bleiben im Amt, wir stellen uns der Aufgabe, ein Schützenfest zu feiern und wir werden auf jeden Fall ein Schützenfest feiern. Das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Also da sind wir uns heute Nachmittag auch einig gewesen, komplett. Wir werden am Donnerstag die Mitgliederversammlung haben um 20 Uhr. Wir würden uns natürlich freuen, wenn viele mitkommen würden. Und dann werden wir gemeinschaftlich zu einem Ergebnis kommen mit Versammlung und Vorstand. Kannst du schon mal so einige mögliche Alternativen des Schützenfestes darstellen? Du hast ja gerade sehr konkret auch erwähnt, wir haben derzeit keinen Schützenkönig. Wir haben also bisher keinen Schützenkönig. Ich kann auch damit schon mal vorwegnehmen, deine allererste Frage. Also sollte sich an dieser Situation jetzt nichts ändern, werden wir auch auf Kreisschützenfest keinen König haben. Also ich werde de facto nicht mehr schießen und ich werde auch die Kette nicht mehr umtun. Ich denke, das wäre auch wieder das falscheste Signal, was man eigentlich geben kann. Ich möchte auch gar nicht zu viel der Mitgliederversammlung vorgreifen. Also wir sind uns aber einig, auch vom Vorstand. Und ich glaube, wir haben alles diskutiert, ob man schießen muss nochmal, ob man schießen könnte. Aber es ist ganz klar, sollte sich noch eine Grippe finden, die eindeutig ihre Willensäußerung zu Kunden tut, uns zu helfen und nochmal einen Vogel abzuschießen, dann werden wir auch nochmal die Geschichte am Sonntag angehen. So, das entscheiden aber nicht wir, sondern das entscheidet die Mitgliederversammlung. Und ansonsten, wie gesagt, wir feiern Schützenfest. Wir werden es machen. Wir werden Schützenfest also mit oder ohne König? Wir werden auf jeden Fall Schützenfest feiern, weil es unser Fest ist des Jahres. Wir werden es auf jeden Fall machen. Wir sind traurig, wenn wir keinen haben. Wir werden aber Schützenfest feiern. Ich möchte auch da nicht zu viel ausholen, weil einfach wäre es der falsche Zeitpunkt. Also die Mitgliederversammlung ist da und man kann uns noch helfen, wenn man uns helfen möchte. Und das ist es. Es wird auf de facto kein Vorstandsmitglied in diesem Jahr auf den Vogel schießen. Also wir haben jetzt noch nicht mit allen gesprochen, aber in der Runde von den 20 Leuten, die Zeit hatten heute, haben wir eindeutig die Aussage getroffen, das wäre auch das falsche Signal, jetzt in diesem Jahr wieder noch diesen Rettungsanker zu machen. Was passiert nach Donnerstag, das sehen wir. Aber wir sind eigentlich wie immer für alles offen, um
das Beste draus zu machen. Also wir sind knapp über dem Boden, aber wir wollen auf jeden Fall trotzdem es helfen, das, was den Schützenverein ausmacht, auch an diesen 3 Tagen noch wieder rüberzubringen. Ich muss aber mal hinten anfangen, du hast gerade gesagt, knapp über dem Boden. Also wenn keine Personen da sind, die aus welchen Gründen auch immer sich in diesem Jahr nicht bereit erklärt haben, den Vogel herunterzuholen, und wir müssen ja fairerweise sagen, es kostet ja nun auch ein bisschen Geld. Ja. Wir Männer natürlich nicht. Aber die Frauen natürlich, ich weiß das selber noch, die Frauen brauchen neues Kleid, die Frauen brauchen nicht nur ein Kleid, sie müssen Blumen, sie müssen zum Friseur und so weiter. Das Schützenfest an sich, das weißt du ja selber auch, das trinken wir vor Ort in der Halle das und ist so billiger. Weiter. Das ist billiger. Ja, billig und alles Mögliche. Ja, aber ich sage, gehen wir noch auf Schützenfest. Wenn es nun ohne König stattfinden sollte, ohne König Hofstadt stattfinden sollte, wir kennen das ja immer, wenn wir durchs Dorf marschieren, Schützenfest, dann... stehen die Zuschauer ja am Rande und ich sag das mal ein bisschen platt, uns Männer beachtet ja kein Mensch. Es beachten ja alle die Frauen, welche Kleider haben sie an, wie sehen sie aus, wie sind sie geschminkt und so weiter. Und das Klatschen findet ja nicht statt, zumindest noch nie, wenn ich irgendwo in der Kompanie mitgestanden bin. Höchstens, wenn du als König da marschierst und dann wird eher deine Frau beklatscht, weniger du selber. Das ist natürlich auch dann Novum, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Leute kommen und die sagen, das gucken wir uns dann mal an, wenn jetzt kein König da ist. Ich denke auch. Also wir werden uns auch was einfallen lassen. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Aber dann machen wir uns nichts vor. Also, wir können auch wieder diese Brücke schlagen zu dem, was du eben gesagt hast, ne? Was machen die Vereine? Ich glaube, dass im Tudorf-Schützenfest gefeiert wird. Es wird gefeiert. Also die Leute sind ja da. Ne? Also, wie gesagt, wir haben ein gutes Schützenfest. Ob man was verbessern kann, ändern kann, ich glaube es gar nicht mal. Du kannst immer an so kleinen Stellschräubchen drehen. Es sind wirklich die Kleinigkeiten. Aber die Zukunft möchte ich gar nichts. Also ich möchte da nichts zu sagen. Also ein Königspaar ist das Nonplusultra, das muss man ganz klar sagen. Das war auch für uns ein ganz tolles Jahr mit so vielen emotionalen Momenten. Und es kommt, wie du sagst, es kommt keiner wegen Schützen. In diesem Jahr wird auf jeden Fall einer kommen, weil sie gucken wollen, wie sie denn aus der Nummer rauskommen. Da machen wir uns nichts vor. Das ist einfach dieser Voyeurismus, der in Deutschland sich inzwischen verbreitet hat. Ja. Die Zeitungen sind ja voll von, wir wollen ja nicht über das reden, was toll ist, wo Menschen jemandem helfen, sondern die Zeitungen sind ja auch davon voll, wenn einer verunglückt. Ja. Und das ist nun mal so. Und ich denke, Hund beißt Mann steht nicht in der Zeitung, aber Mann beißt Hund. Ja, deswegen, also ich weiß, dass wir traurig wären, wenn es jetzt so ist, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall mit der Unterstützung natürlich unserer Mitglieder und mit euch allen, dass wir dann trotzdem ein Fest entsprechend unserer Vorstellungen hinkriegen. Also, ich muss sagen, du hast gerade auch gesagt, es war ein tolles Jahr für dich als Schützenkönig. Mhm. Ich kann das auch von mir immer sagen, vor 29 Jahren, es war auch ein tolles Jahr. Auch ein sehr emotionales Jahr und man hat viel Neues gesehen, Neues erlebt, auch wenn ich bei den Schießen nicht immer so besonders abgeschnitten habe für Niederndorf. Ich habe jetzt beim Aufräumen das Ding wieder gefunden. Ich glaube, 4 Punkte habe ich geholt bei irgendeinem Schießen. Boah, darf gar nicht dran denken. Also gleich wieder vergessen. Können wir schneiden, Bert? Nee, geht nicht, ne? Ja, lieber Matthias, ich kann nur sagen, an euch hat es nicht gelegen, garantiert nicht. Ihr habt eure Menschen Möglichstes getan. Leute müssen schon kommen, müssen sagen, wir wollen auf den Vogel schießen. Ich finde es toll, dass du dir auch die Kette mitgebracht hast, um auch nochmal zu dokumentieren, die Kette ist zu haben. Also vielleicht hältst du noch einmal hoch, wie sie aussieht, damit man auch weiß, was man dann umgehängt kriegt. Im Moment ist sie herrenlos, wenn man so will. Und deswegen warten wir jetzt auch auf die Entscheidungen, die am Donnerstag getroffen worden sind. Meine Frage zielt auch lediglich dahin. Der Vorstand hat sich klar Gedanken gemacht. Ich finde es toll, dass ihr heute schon wieder alle gemeinsam da oben in der Kleberghalle wart und aufgeräumt habt. Und, also wir sind auf alle Fragen eigentlich vorbereitet. Also auf alle. Aber wie gesagt, ich möchte einfach auch gar nicht zu viel preisgeben jetzt an der Stelle, weil in dem Augenblick, wenn ich viele Entscheidungen auch vorgehe, ist es vielleicht für den einen oder auch ganz anderen, ist es einfach zu sagen, es steht. Und wir möchten wirklich, dass aktiv auch was kommt und wir wollen dann auch zusammen einfach was lösen. Aber wir sind bereit einfach für alles und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wir werden eins machen, die Versammlung ist ja öffentlich. Ja, klar. Ist öffentlich, dann können wir gucken. Es ist eine Mitgliederversammlung auf jeden Fall. Kann man ja vorher fragen, ob wir dann auch filmen dürfen und vielleicht können wir dann die Entscheidungen, die nachher auch dann getroffen worden sind, oder wenn, dann vielleicht in einem Interview dann nachher schon mal hochladen ins Internet. Also zumindest teilweise denke ich auf jeden Fall, wir wissen alle, wie Versammlungen sind, also ich glaube aber, das habt ihr aus euren eigenen Erfahrungen, wie wir es zu handhaben haben. Ich merke aber, lieber Matthias, nicht alles so ernst nehmen, Nein. Dann ist das Leben auch viel schöner und so muss es auch gestaltet werden. Wir drücken euch die Daumen vom TKF
Und ich glaube, das tun alle Tudorfer, dass sie euch die Daumen drücken, dass das ein schönes Fest wird. Wir wollen mal gar nicht wissen, wie es ist, aber dass es ein super Fest wird, ein schönes Schützenfest wird. Und wenn es mal etwas anders läuft, dann ist es auch nicht so schlimm, dann ist es eben mal anders und vielleicht hat das ja auch seine positiven Seiten. Wir bedanken uns bei dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Und auch den Mut hattest, hier dann mal gerade einen Tag danach hier vor der, ja, live davon darüber zu sprechen. Und wir sehen uns dann am Donnerstag in der Kleberghalle wieder. Okay, ich würde mich freuen. Ja, danke schön. Bleib hier. Wir machen jetzt gemeinsam die Abmoderation. Okay.